Und damit willkommen zurück zu einem Part NSMBU. Natürlich, das ist ja, seht ihr ja, die HD-Grafiken. Ja, jetzt betreten wir in der, von der fünften Welt den Endboss. Wer sieht, ich habe einen Mini-Pilz, weil ich den brauche hier. Ja, ich brauche den. Oh mein Gott. Ja, dann ratet mal, wie man Welt 7 freischaltet. Ja, genau wie in der Welt, zweiten Welt. Einfach dem Mini-Pilz den Kack-Boss besiegen. Ey, als ob. Den habe ich doch fix getroffen. Das müsste zur Zeitlupe sein, aber mache ich nicht. Bin zu faul und ihr würdigt das sowieso nicht. Fick dich doch. Und ich habe kein Ersatz-Item. Ich hasse das. Aber wenigstens läuft es flüssig. Ha, das ist das Einzige, was ich nicht zu bemängeln habe. Und bald sind wir wieder auf gleicher Linie mit den alten vom alten aufnehmen, bald, als ob Furzen. Oh lol, einfach geschafft, easy easy, ist natürlich alles easy. Badadam. Das ist alles easy. Ja komm, ja Spaß, ja komm, piss dich doch einfach. Und eigentlich sollte man das Ganze durch das hier bekommen, also der also lol, als ob, als also den Mini-Pilz, also wenn man muss Glück haben. Stirb einfach, please, danke. Und jetzt einfach hier hoch, damit wir pisst euch einfach. Fuck, okay, ich darf nicht abbremsen. Das war Betrug. Oh lol, bin oben. Denn wir müssen dann hier hoch. Ne, doch, wir müssen ja in die Richtung. Ha. Oh, drüber. Seht ihr das eigentlich? Ich glaube, ihr seht das gar nicht jetzt. Wo Mario ist. Und jetzt bekommen wir hier nochmal ein schönes Item. Laufen wir weiter und bekommen die dritte Star Coin und werden jetzt im Mini-Pilz einsetzen. Obwohl, wenn wir normal besiegen. Nee, warte. Setz den jetzt ein, aber jetzt hier einen Safe State, denn ich hole die Kacke nicht den Mini-Pilz kein zweites Mal. Nee, den hole ich kein zweites Mal. Und es ist eigentlich, ja, dass der Typ hier, der eigentlich nicht schwer ist, wie ich finde. Wut, also wie, du triffst mich, Pisskopf. Er muss einfach wieder Stampf attacken, lol. Pisser. Richtiger Pisskopf. Mist. Fotze. Ist eigentlich easy. Lol. Jetzt springt er hier und rastet einfach voll. Lol, ich kann dich einfach durchhüpfen. Als ob. Und der war natürlich easy für mich. Beziehungsweise überhaupt easy. Aber, ja. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Eigentlich easy. Und ich bin da ganz weit vom, weiter vom Mikro weg. Ich hoffe, dass das irgendwie klarkommt. Hoffentlich. Ja. Es tut mir leid. Ein bisschen verwöhnt. Ja. Okay, dann mach's halt selbstständig, wenn du willst. Kommen wir hier hin. Ja, schön, diese schöne Welt. Und er fährt's wieder. Oh, wir sind eh gleich wieder hier. Gleich mal wieder betreten, der ganze Jahr. Und die Welt natürlich gleich nochmal machen. Schön, 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 schön. Das ist einfach schön. Schön, 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 schön. Und der Ton ist einfach vom Emulator ist einfach jedes Mal zu leise. Einfach jedes Mal. Ihr habt das Mikro jetzt mal extrem runtergepegelt. Denn ich muss einfach jedes Mal, weil der Emulator-Ton zu leise ist, das Mikro einfach mal um 20% weniger einstellen. Also von der Lautstärke. Damit das irgendwie auf eine gleiche Bahn. Also bei. Oh, hier funktioniert es mit 20% bei NSMB bin ich jetzt schon bei
Lass mal nachdenken. 75%, also 25% weniger leiser als es eigentlich sein sollte. Aber ich würde mal sagen, easy. Und solange, denn wie ihr seht, habe ich ja im ersten, wie ihr hoffentlich wisst, habe ich ja im ersten Part eigentlich gar keinen Ton gehabt. Ja, ich habe dich gekillt. Easy, easy. Ey, ich hab die Feuerblume hinten noch gesehen. Bin ich gerade noch geschossen? Okay, aber dich treffe ich. Natürlich. Natürlich. Als ob. Mache ich für eine Schieße. Einfach hoch. Dritte Sachen haben wir hier schon. Easy. Einfach ist einfach alles easy. Als ob. Lol. Einfach lol. Okay, wir brauchen das One Power-Up. Komm, 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 komm. Ja. Komm, give me that. Power-Up. Aluhut. Wenn der jetzt einfach hier durchgerutscht wäre, dann gleich zum Endboss, dann wäre es ein bisschen kacke gewesen, aber. Ja, wäre trotzdem zu schaffen, denn es ist schwer. Aber da, ich bin noch müde. Ich bin einfach noch müde. Ja, der macht immer dreimal sein. Lel. Okay, da triffst du mich. Ist verständlich. Oder auch nicht. Pisskopf. Pisskopf ist eigentlich easy. Was? Ich war jetzt aber nur zweimal hitten. Ich glaube, dass eine Stampfattacke mehr zieht als ein normaler Sprung. Ich glaube, ich kann auch normal auf ihn raufspringen. Und jetzt, weil er es ja nicht selbst macht, dürfen wir in Welt 6 laufen. Und wir gehen hier mit. Ja, hier müssen wir wieder mit Starcoins bezahlen. Sieht man ja auch immer an den Weg. Und wir gehen mit der ersten Welt von Welt 6, eine Bergwelt. Schön, ja. Ist das geil. Und gleich mal Kugelwillis. Meine Lieblingsgegner. Eigentlich schon. Ich hasse die. Ja, man sieht, dass ich sie liebe. Ich liebe sie. Einfach zum. Ich würde sie am liebsten knuddeln. Am liebsten würde ich sie mir in den. Irgendwo reinschieben. Ja, ganz, ganz fest. Und hier sollte zweites Starcoin sein. Zweites Starcoin, hallo? Nee, gar nicht. Hier drüben ist zweite. Hier sind nur Münzen und ein Power-Up. Eigentlich besser als das Starcoin. Haha. Jetzt habe ich das Starcoin gezeigt. Jetzt bist du im Arsch. Zweites Starcoin. Und wo ist die dritte? Ich hoffe, dass ich bis jetzt noch keine übersehen habe, die ich euch zeigen wollte. Denn das soll ja ein 100% Let's Play werden. Ich glaube, wahrscheinlich wird das keiner mal als Tutorial oder so nehmen. Beziehungsweise als so, ja, mitzocken halt. Aber dennoch mache ich die 100%. Oh, piss dich, warum geht die Framerate wieder so runter? Warum? Sag mir. Ja, hier sieht man. Lol. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Nö, gar nicht. Oh. Aber jetzt. Fickt euch. Und jetzt können wir gleich eine Explosion sehen und zwei paar One-Ups bekommen. Schön. Und für 10 Minuten ist das ziemlich gut. Denn wir haben jetzt schon das Schloss zweimal gemacht. Eigentlich drei Levels, um genau zu sein, ja. Jetzt noch hier eine Wüstenwelt, obwohl wir in den Bergen sind. Oh mein Gott. Ist das schön. Ja, aber dennoch. Spring drüber über ihn. Danke. Und hier müssen wir, glaube ich, hoch, um eine schöne Starcoin einzusacken. Die wir hoffentlich nicht bekommen. Jo, wahrscheinlich, Alter. Und die Welt haben wir noch gar nicht gemacht. Denn ich bin da einmal Game Over gegangen. Willst du. Wen willst du ficken, Alter? Was ist los? Das geht doch nicht. Alter, piss dich. Hol dir jetzt die dumme Starcoin. Okay, jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir es. Easy. Hey, chill mal. Chill mal ein bisschen. Und ich. Wahrscheinlich ist hier unten auch was. Wenn ich was übersehe, weiß ich, dass hier unten was ist.
Aber von den Lakitos her würde ich auf jeden Fall auch noch irgendwo sicher was bekommen. Ich bleibe lieber mal am Boden und vertraue ja. Ist hier unten. Was ist? Ja, ein schönes Item. Und ich habe ja noch ein Power-Up. So. Aber ich glaube, das ist keine Voraussetzung, damit ich dieses. Damit ich so einen Lakitu-Spasten brauche. Glaub nicht mal nicht. Komm, komm, komm hoch. Warte, 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 warte. Einfach hoch, einfach easy. What da? Easy. Lol, und wieso ist die Framerate so weit unten? Und das ist so geil. Hier kann ich irgendwo rein. Ich kann irgendwo rein. Piss dich. Ich will aus der Kackblume raus. Aus der Kackwolke, endlich. Hier kann ich rein. Schön. Ist das Leben nicht schön? Und hier bekommen wir die zweite Starcoin. Hoffentlich die zweite. Fick dich. Fick dich einfach nur. Okay, wir gehen schon wieder zurück. Das sieht aus wie ein Penis, ein kurzer. Haben wir heute wieder was gelernt? Haben wir heute wieder was gelernt? Ja. Es gibt auch Leute, die einen kurzen Penis haben. Ja. Wenn es nicht, wenn ihr nicht selbst solche Leute seid. What's up? Er beleidigt Leute mit einem kurzen Penis. Darf er das? Ja, das darf ich natürlich. Hat jemand schon mal jemand gesagt, dass er das nicht darf? Nee, eben. Und ich glaube, ich. Ach, ich versuche das jetzt hier. Pissköpfe. Ich glaube, dass hier unten nichts ist, aber dennoch versuche ich's. Ich wusste es einfach. Ich hab's gewusst. Es ist easy. Lol, ficken. Und ich kann ja auch kein Power-Up einsetzen. Hier ist nichts. Ich hab's einfach easy gewusst. Was sage ich euch denn? Ich bin einfach der Hacker over 10.000. Over 10.000, ja. Ich weiß das alles. Ich bin Genie. Ja. Jetzt schnell runter und einfach weiter durchlaufen, denn. Lol, deine. Okay. Das war eigentlich gerade unver. Oh, muss wieder da rein. Ich hasse es einfach. Fickt euch doch. Was, 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 was? Ja, einfach beim Drüberspringen easy gekillt. Da kann man easy drüber springen und wir haben alle drei Starcoins und gehen dadurch weiter und schließen diese Welt ab. Und haben es eigentlich, wie ich finde, genauso weit gebracht wie in den Let's Parts. Wenn wir nicht sogar ein Part voraus sind, sind wir das? Weil ich weiß es nicht. Tut mir leid, Jungs. Ja, jetzt können wir weiter. Haben wir ein schönes Schloss, ein schönes Pilzhaus. Ja, wie man auch immer dazu sagt. Und können uns dadurch ein Mini-Pilz holen, denn ich habe da so meine Methoden, wie ich mir den hole. Und nee, braucht dazu den Emulator, kann das nicht so auf dem Test, also den Trick anwenden, denn der Trick funktioniert mit Safe States sehr. Eigentlich easy. Würde ich mal sagen. Also der Trick, das ist eigentlich, was, das ist halt einfach ein normal Safe Staten, also. Das ist eigentlich kein Trick, aber ich verkaufe es einfach mal als ein. Weil ich es kann. Ihr wisst ja, ich kann's. Und ich würde gerne. Ja, und hier fehlt, weiß ich glaube ich, eine Starcoin nicht. Stimmt's? Ja, weiß ich eine Starcoin nicht. Und diesen Part werden wir noch den halb. Die Hälfte. Den. Wie sagt man? Er schießt mich erst darüber. Ja, das will ich aber gar nicht. Ja, wer hat schon. Ja, ich weiß, erst doch. Das ist jetzt. Ja, die zweite Starcoin. Denn die. Kann ich eine. Nicht mehr rüber? Hä? Doch. Schieß mich rüber. Was? Ey, 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 chill. Nee, du schießt mich jetzt.
Aber ich bin halt auch behindert. Ah, ist das schön. Ist das schön, wenn man behinderte Leute sieht in der Öffentlichkeit. Geil! Ich feiere das. Ja, sieht auch man gleitet, wenn man durch mit Röhren geschossen wird. Mit Röhren geschossen wird. Mehr, habt ihr hoffentlich schon mitbekommen. Jetzt geht er rein. Hier wird man hochgeschossen und kommt. Der erste Starcoin? Nö. Doch, sollte ein. Nö, bekommt man gar keine Starcoin. Stimmt's? Hier bekommt man keine. Und hier geht die Frame. Hier gehen die FPS wieder mega runter, denn es sind so viele Gegner! Obwohl es eigentlich gar keine Gegner sind, aber es wird werden es, sie werden als solche angesehen. Ja. Und das, ihr seht. Ich kann einfach mit Mario in der Luft gleiten und manchmal sind One-Ups versteckt, die ich gerne finden würde. Aber der Kack ist jetzt keine Starcoin. Deshalb hasse ich das. Ich hasse es. Ah ja. Ja, komm, Mario, please. Wann ist es endlich vorbei? Komm, Mario, spring einfach in den Tod, dann ist es vorbei. Ne, ich kann hier gar nicht sterben. Im letzten ist ne One-Up drin, wie ein One-Up drin gewesen. So. Und ich halte mich echt zurück, bis ich nicht mitsinge. Das muss ich echt glauben. Und ich weiß nicht, wo die erste Starcoin ist. Fick dich doch. Ich weiß nicht. Sag's offen und ehrlich, ich weiß es nicht. Und hier, als ob, springst du halt wieder runter. Ach, come on. Muss das jetzt wieder sein? Das muss man ja natürlich wieder sein. Aber ich weiß, wo die dritte ist. Und uns fehlt dann halt eine Starcoin. Ist eigentlich... Eigentlich Schnurze. Wenn diese ganzen Gegner tot sind, was sie jetzt noch immer nicht sind. Weil die Spast jetzt hier alle oben sind. Was? Sei tot. Bam. Läuft das ganze Spiel wieder flüssiger. Aus wegen dieser Spast hier oben. Und wir können wieder durchlaufen und haben die dritte Starcoin easy geholt. Was? Und einfach weiter. Und hier gibt es kein Secret Exit oder irgendwas anderes. Jetzt gibt es hier nämlich nur noch Bowser Jr. und mich im nächsten Turm. Ja, schön. Im Halbzeit. Wie sagt man denn eigentlich Halbzeitschloss? Kann man sagen, es das heißt ja auch Halbzeitflagge. Kann man auch dazu, so dazu sagen? Weiß nicht. Weiß nicht, aber jetzt mache ich es einfach. Mache jetzt das Halbzeitschloss. Ja. Und das ist eine spezielle Welt. Denn es gibt zwei Halbzeitschlosse, also zwei Türme. Denn hier ist es das erste Mal, dass man gegen Bowser Jr. ein bisschen schwerer wird. Auch nicht viel, aber dennoch wird er schwerer. Ja. Nicht viel, aber wird schwerer. Ist ja das Wichtigste. Easy. Und ich hasse diese Welt. Also am Anfang geht's noch. Dann wird es hier schon kacke. Alleine mit dem Spasten hier. Ich habe jetzt schon Angst. Aber ja, dann kommen wir hier hoch. Was ich hoffentlich schaffen werde. Ja, dann kommen wir hier hin. Wo ich mich auf jeden Fall, ja, wie schon gesagt, treffen lassen werde. Okay, nee, doch nicht. Easy. Oh, lol, wieso läuft es auf einmal so easy? Warum? Jetzt hier durch und ich glaube, wir haben schon eine Starcoin verpasst. Eigentlich egal, aber ja, denn hier ist schon der Boss. Hier ist schon der Boss und so, ja, ihr seht, wie weit wir schon sind. Ja, und man muss sich eigentlich durch mit dieser Starcoin. Dein Ernst? Was ist die zweite? Okay, es geht doch noch ein bisschen. Lel. Oh ja, oben ist eine. Aber wie man da hochkommen soll, das wird für immer ein Rätsel sein. Wahrscheinlich Minipilz. Denn anders geht das hier gar nicht. Und jetzt müssen wir auf so einer dummen Plattform kämpfen. Ja, schön. Wir singen dich mal oldschool, weil ich gerade keinen Bock habe, das Item einzusetzen. Und das knackige 20-Minuten-Part
Obwohl, Boss sagen, im nächsten Part machen wir das Ganze hier weiter und ja, mach wahrscheinlich auch schon den zweiten Turm, denn es sind nicht viele Level dazwischen. Und ich würde mal sagen, ja, werden wir Peach retten? Man weiß es nicht. Das erfahren wir wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Part. Und ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal bei New Super Mario Bros. Auf den Nintendo DS. Tschüss!